Bevor wir beginnen, einmal 60 Sekunden auf die Uhr und dann schauen wir mal, wie sehr werden wir das dieses Mal überziehen. Los geht's. Bei dem Mythos Spannung im Arm geht es darum, dass die Spannung nicht im Arm ist, sondern in den Körper wandert. Das heißt, wir wollen viel mehr Spannung im Körper als in den Armen aufbauen. Und nachdem das vielleicht auch nicht so gut zu kommunizieren ist, Spannung im Körper, da sagt man dann oft Spannung im Arm. Was bedeutet das jetzt? Es bedeutet, dass die Lieder meistens die eben zuerst über die Arme führen, weil da haben wir die meiste Connection, da kommunizieren über die Arme. Und manchmal, wenn der Arm nicht mitkommt, beziehungsweise wenn der Körper, ich habe mich schon wieder versprochen, nicht mitkommt, oft ist es so, ihr Glaube, ich brauche mehr Spannung im Arm und dann spannt man diesen Arm an und dann geht's viel, viel schwerer. Vor allem passiert das im Stress, wenn wir viele Drehungen hin und her haben und dann verspannen wir uns. Was wir eigentlich aktivieren wollen, mehr aktivieren wollen, ist unseren Körper bzw. unseren Rumpf. Das heißt, der Arm sollte nach wie vor relativ locker bleiben bzw. einen leichten Tonus haben, damit wir den Arm hier halten können. Aber der Körper sollte jetzt, so wie ich das jetzt tue, er soll sagen, ja, ich will auch mitkommen, ich will ja nichts verpassen. Ich oder er bekommen jetzt das Signal über den Arm. Und das bedeutet für mich, ich aktiviere meinen Körper und versuche, die Position immer gleich zu behalten beziehungsweise auf das Signal mit meinem Körper zu reagieren. Das heißt, der Oberarm hat in etwa 90 Grad Winkel zum Oberkörper und wir versuchen, wir, wenn ich sage wir, dann in dem Fall Follower, dass wir genau diesen Winkel auch mehr oder weniger aufrechterhalten. Damit stellen wir sicher, dass wir beweglich sind, aktiv und den Tanz und mitgestalten. Balance. Die Balance natürlich profitiert davon. Es gibt nur Wins davon. Die einzige Herausforderung ist unser Alltag. Denn in unserem Alltag natürlich arbeiten wir sehr viel oder bewegen wir sehr viel mehr unsere Arme als den Körper. Und da wollen wir das ein wenig umdrehen. Aber dann, der Tanz ist dann super smooth. Wir hoffen damit, deine Arme etwas mehr entspannt zu haben und auch deinen Körper etwas mehr aktiviert zu haben. Falls dir dieser Quick-Tipp geholfen hat oder gefallen hat, bitte den Kanal abonnieren bzw. das Video liken. Und wenn du mehr von diesen Tipps haben willst, schau auf unsere Social Dancing Academy. Dort gibt es einen Haufen von diesen Quick und nicht nur Quick, sondern Long-Tipps. Jawohl, ja. Sehr viele davon. Alles Liebe, bis bald wieder.